Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Hier ist euer Spooky VF und auch die Mia, das alte Wrack, die Mia auf dem alten Schiffswrack, meine ich, spielen wir. Manchmal unterscheidet sich Wahrheit und Fiktion nur geringfügig. Hier ist euer Jonathan Frake. Nee, sorry, falscher Text. Ja, warum ist das so schwerfällig gerade? Ist das so? Irgendwie, warte mal. Hat sich hier irgendwas verstellt? Steuerung. Kamerageschwindigkeit. Viel zu lahm. Kein Wunder hier. So, stark. Ja, komm. Beschleunigung ist immer gut. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. So, jetzt müsste das ja hoffentlich mal klappen. Nicht wirklich. Ist immer noch so träge. Das kommt mir jetzt wahrscheinlich so vor, weil ich Ark Survival of the Fittest spiele. Und da die Maus extrem schnell ist. Und deswegen ist das jetzt diese. Ich habe schon die ganze Zeit keine Blazy mehr gespielt. Nur zum Aufnehmen von Ark. Ja, komm, dann gib ihm. Gib ihm alles. So. Das Spiel ist echt zu langsam. So, jetzt. Oh, die Beschleunigung ist geil. Yeah, lass uns Karussell fahren, Baby. Wo geht's jetzt lang? Keine Ahnung. Wo sind überhaupt die richtigen Knöpfe? So. Wir haben ja das Schiff ja schon ein bisschen durchsucht. Da hinten kommen wir noch nicht durch. Da fehlt uns was. Und zwar. Ja. Dieses komische Zeug. Das haben wir nicht. Um das zu öffnen, Stickstoff oder was das war. Und irgendwo müssten hier noch diese Krabbelmolde drum fliegen. Die SMG haben wir auch noch nicht gefunden. Und es. Wir wussten nicht so richtig, wo es weitergeht. Und ich weiß es immer noch nicht. Ja, die Kamerabeschleunigung ist immer so kurzfristig für schnell zu beschleunigen. Irgendwie konnte man doch auch schnell umdrehen, oder? Keine Ahnung mehr wie. Ja, so nicht. Hä? Was macht's denn jetzt? Halt die Knarre nach vorne. Ah ja, so? Gut, alles klar. Das muss man immer wissen bei Resident Evil, um schnell wegzukommen. Ist das schon gar nicht verkehrt. Wir könnten jetzt rein theoretisch nochmal zurück nach unten, ob wir da was übersehen haben. Das ist eigentlich der einzige Weg, ja, der für mich jetzt plausibel ist. Die Tür mit Ätzmittel öffnen. Ja, wir haben aber keins mehr. Ätzmittel, genau das war's. Haben wir alles verbraucht. Und ja, mal gucken. Oh. Das war vorher nicht, oder? Sind wir da überhaupt hergekommen? Na, danke. Super, und jetzt? Haben wir das im Inventar? Nee, haben wir nicht. Jetzt soll das Rad mitholen. Das kann man gebrauchen. Mann, Fräulein. Bist nicht gerade überlebenskünstlerisch. Ach, die Sicherung kann man wieder mitholen. Ja, super. War hier noch irgendwo eine Tür, wo wir eine Sicherung gebraucht haben? Nee. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir dann die Sicherung raus. Irgendwas höre ich doch. Und können die Tür trotzdem öffnen. Warte mal. Nein! Das geht nicht. Haben sie einen Riegel davor geschoben. Kleiner Wortwitz. Extravaganter Dünnpfiff aus meinem Mund. So. Okay, nix. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die macht Spaß. Ich singe. Denn ansonsten beiß ich vor Angst ins Gras. Schalalalalala. Was ist denn jetzt los? Ach, hier ist zu gewesen. Ja, stimmt, da war doch irgendwie. War zu. Ist jetzt offen. Warte, nee, warte mal. War das? Hey, hier waren wir doch schon komplett. Da ist nochmal Erzmittel, aber das ist noch ein Ausrufezeichen. Da muss noch irgendwas sein. Haben wir eigentlich eine. Ne, wir haben auch kein Messer. Das hatten wir nur im Video, ne? Alter, warum ist hier so dunkel? Mach doch Licht an. Du hast doch eine Taschenlampe hier. Ist kein Ausrufezeichen. Das war hier hinten. Ich glaube, das war aber das Teil, wo wir den Dietrich gebraucht haben. Und den haben wir ja nicht. Hier haben wir das Video geguckt. Hier ist nichts weiter. Irgendwas haben wir übersehen anscheinend. Ne, warte mal. Ausrufezeichen. Ja, es ist ein Raum weiter. Was haben wir denn hier noch? Ach so, im Schrank. Gar nicht erkannt. Vor lauter Dunkelheit. Ja, hier ist der Aufzug. Ne? Was waren unsere Missionen? Von oben in den Fahrstuhl steigen. Ja, das haben wir schon gemacht. Aber da geht nichts. Da ist hier. Brauchen wir auch irgendwas? Irgendein Werkzeug. Warte mal, hier ist eine Leiter. Ach, guck mal! Die haben wir übersehen, Leute. Weil da drüben ist, glaube ich, nur ein Dings, wo man Dietrich braucht. So eine Werkzeugkiste.
Ja, haben die leider übersehen in der Hitze des Gefechts. Sehr schön. Ich hasse so lange Leitern. Nein, Gott, ich liebe sie. Ist einfach einmal Weltklasse. Wunderbar. Herrlich. Es gibt nichts Besseres als Leitern ins Ungewisse. Wie eigentlich alles, was ins Ungewisse führt. Irgendwie hasse ich sowieso alles, was in Horrorspielen ist. Ob es Wasser ist, Leitern ist. Überall, wo man sich eigentlich nicht so gut wehren kann. Oh, wo sind wir denn jetzt? Sind wir im 4F? 4F. Ich bin in Spooky 4F. Nein, das hört sich so falsch an. Vielleicht So. funktioniert er noch. Kamera wechseln. 3F. Kriege ich ein Passwort oder sowas raus? Das ist doch das, wo das Video, ja, der Fernseher steht. 3F in den Fahrstuhl reingucken. Das hier ist Kamera 4 auch in 3F. Was haben wir denn da? Die Stelle sagt mir jetzt nichts. So gut, die Terminal. Ethan. Ah, in S2. Hoffentlich schaffe ich es noch. Ja, das hoffe ich auch, ganz gewaltig. Okay. Spielen wir den jetzt? Unterstes Deck. Unterstes Deck. Leg ne Hand! Du. Auf, Evelyn! Verschwinde, ey. Boah, kleine Bitch. Verdammte Halluzination. Ja, Wo hallo. ist sie? Hallo, Halluzination. Krieg gleich ein Herzkasper. Hau doch ab. Yo. Wo ist sie? Interessiert mich nicht. Ich will gar nicht wissen, wo sie ist. Sie soll einfach bleiben, wo sie ist. Wo auch immer. Wo auch immer das ist. Nee, natürlich wollen wir natürlich auch rausfinden, was hier passiert ist. Und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, Schießpulver ist immer gut dafür, für Licht ins Dunkel zu bringen. Brauchen wir nur noch ein Streichholz. So, was haben wir denn? Nix, Alter. Was ist mit dir passiert? Ach du Scheiße. Arme Sau. Schöne Aussicht. So stelle ich mir meinen nächsten Urlaub vor. Ja, danke, dass jeder Schrank leer ist. Warum kann man die dann überhaupt öffnen? Bitte hier. Eine Hommage an alle Spielemacher. Lässt doch diese Scheißschränke weg, in denen nichts drin ist. Die brauche ich nicht, die will ich nicht. Ja. Was haben wir denn da? SMG. Brauchen wir Schlüssel. Toll. Ist das ein SMG? Das sieht irgendwie anders aus. Das sieht aus wie ein Sturmgewehr mit Granatwerfer drunter. Was haben wir hier? Kreuzschlüssel. Okay. Das könnte sein, dass wir das brauchen. Karte des Schiffs. Danke. Also das Schiff scheint auch noch ein bisschen ausgiebiger zu sein. Das scheint uns noch ein bisschen zu begleiten. Also die Bude hier merken wir uns. Kapitäns, das ist ja auf der Karte vermerkt. Wir brauchen einen Schlüssel. Irgendeinen. Ich sehe nicht welchen. Einfach einen Schlüssel. Wahrscheinlich Kapitänskajüte oder so. Warte mal, war hier irgendwas? Nee, ne? Vielleicht unterm Polster. Ich bräuchte ein Messer, um das Polster aufzuschneiden. Das wäre mal ein Versteck, ey. Hier oben geht's lang, hier unten geht's lang. Wir gehen mal erst hier lang. Mal gucken, wo uns das hinführt. Hier ist der Fahrstuhl, ne? Kann den jetzt aufmachen? Bitte nicht, ey. Nicht, dass uns jetzt irgendwas hier runterwirft. Ja, da sehe ich Funken. Ich weiß nicht, was uns das jetzt wirklich gebracht hat. Sind wir auf so einer Zwischenhöhe? Brauchen wir vielleicht später noch. Vielleicht fährt der Aufzug bis zu einer bestimmten Stelle nur oder so. Keine Ahnung. Ich bräuchte jetzt mal Muni, Leute. Muni. Was soll ich denn damit? Ja gut, ist auch nicht schlecht. Wir gehen das nochmal. Ne, nicht so hier kombinieren. Ne, das war. War das kombinieren? Ach nee, ich kann es ja gar nicht mit Schießpulver kombinieren. Ach, verdammt. Ich dachte, wir hätten, wie heißt's? Flüssige Chemikalie. Oh Mann, ey, dieses Schiff ist schon gruselig und strange. Also, so ein alter Tanker, der hat es schon in sich. So, hier geht's runter. Möchte ich erstmal nicht lang. Wir müssen nicht runter. Ich möchte zuerst diese Etage hier. Ah, okay.
Einmal im Kreis, bitte. Wir gehen runter. Wir könnten natürlich jetzt auch im Fahrstuhl mit dem Werkzeug das Ding öffnen probieren, aber ja, lassen wir mal noch. Weiß nicht. Okay. Bubblehead. Nee, Bombe mit Fernzünder. Ich habe ein Bubblehead gehört. Wo sind die Bomben mit Fernzünder auf hoch? Okay, ich würde es gerne auf rechts haben. Können wir das Ding jetzt irgendwie hier eliminieren? Können wir das in die Luft jagen? Würde jetzt ungern meine letzte Kugel hier reinballern, aber wir haben eine Bombe. Ich brauche die letzte Kugel für den Bubblehead. Wo ist denn das Ding? Da oben wird er lauter, ne? Hier. Kann ich auch mit der Faust umhauen? Nee. Na toll. Ja, Pech gehabt. Ja, egal. So. Den haben wir. Wir haben wohl einige verpasst, aber drauf geschissen. Was denn jetzt? Ja. Wir haben den schnelleren Weg gewählt. Okay. So macht man das. Ah, gib mir hier Kreuzschlüssel. Jo. Dreht sich sogar wie von Geisterhand ganz allein. Ja, ich hasse das. Aber einen Schlüssel haben. Ja, du hättest auch können die Leiter benutzen, weißt du? Das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Hier brauchen wir nochmal Erzmittel oder was? Ne, eine Sicherung. Ja, eine Sicherung fehlt. Hier fehlen zwei, oder? Ah, okay. Ah, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir denn hier oben? Luis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Ah, toll. Ich weiß, wir haben eine Sicherung dort unten. Das Problem ist, jetzt haben wir zwei hier. Ich sehe hier gar nichts. Es ist so arschdunkel. Und hier unten ist ja die Sicherung. Ah, hochklettern, hinabsteigen. Ah, hier können wir hochklettern. Okay. Hier ist ein Messer. Dann klettern wir erstmal hoch. Ich brauche Waffe. Überlebensmesser. Sehr geil. So. Mal gucken. Messer hatten wir, glaube ich, die ganze Zeit hier. Links. Knarre oben. Jetzt sind wir in 2F4. Da waren wir noch gar nicht. Wir müssten jetzt eigentlich einen Weg finden, hier unten runter an die Sicherung zu kommen und dann wieder hier hoch. Das wäre das, was wir müssten. Wo block ich nochmal so? Genau. Scheiße. Mal hier rein. Danke. Jawohl. Haben wir hier irgendwas Brauchbares drin? Nee, da haben wir noch gar nichts drin. Danke fürs Gespräch. Was haben wir hier? Erzmittel? Jawohl. Bringt uns vielleicht ein bisschen weiter. Was haben wir hier nochmal? Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis. Das hatten wir gelesen. Hier haben wir angefangen. Hier waren wir schon. Hat sich aber ein bisschen was geändert. Ach, im Video waren wir hier. Im Video waren wir hier. Stimmt. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ja. Gucken wir uns mal da unten. Ja, ach, Baby. Ja, den Riecher. Dicke Nase ist auch mal zu was zu gebrauchen. So, an dieser Stelle sehen wir uns die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und findet es weiterhin so spannend wie ich, was hier wirklich passiert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Tag. Euer SpookyVF mit Resident Evil 7. Haut da rein.